Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Rudi, es heißt wieder Let's Play. Was? Geile Begrüßung. Let's Play Mass Effect natürlich. Die EA Access Version, weil ich wollte gerade sagen, Let's Play EA Access, deswegen war ich hier gerade voll durcheinander. Also nach EOS sollen wir. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Hä? Habe ich den Asteroid noch ausgewählt gehabt? Nein. Aber am falschen Planeten ausgewählt, oder wie? Hatte ich nicht Eos ausgewählt? Ne, hatte ich wirklich nicht. Ach, ich bin doch schon da. Er sagt mir, ich bin da. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Um auf Eos zu landen, finden Sie mit LS die Landestelle und drücken Sie zum Landen A. Verfügbare Mineralien V, Eisen, Kohlenstoff, Aluminium. Die beiden Quests, ein besserer Anfang und erster Mörder finden hier statt. Halt die Landezone, da ist doch ein Kreis in die Richtung. Landezone auf Eos, ne? Also sage ich doch. Ja, will ich. Ich will hier landen. Oh! Ausstattung. Können Sie Ihre Ausrüstung und Truppenmitglieder festlegen, bevor Sie zu einer Mission aufbrechen? Schalten Sie mit LBRB Ihre Ausstattung durch und drücken Sie B, wenn Sie bereit sind, um auf ihr zu landen. Ja, ne? Hier kann ich jetzt wählen. Was kann ich hier wählen? Wählen, wählen, wählen. Pistolen. Welche wollten wir nochmal haben? Die mit dem weniger Schaden, ne? Ne, die mit dem mehr Schaden wollten wir haben, mit dem weniger Schießen. Genau, die Predator. Okay, die hat keine Mods drin. Und hier nehmen wir die Avenger, natürlich auch mit zwei leeren Mods und die Universalklinge. Das passt. Panzerung haben wir ja momentan auch noch keine Auswahl, aber da kann man also jedes Mal, bevor man auf dem Planeten landet, sich überlegen, welche Ausrüstung ziehe ich an. So. Brandmunition. Hohen Bonusschaden gegen Panzerung. Schüsse betäuben Gegner und verursachen hohen Bonusschaden gegen Schilde. Ah, okay. Disruptor-Munition gegen Schilde. Ah! Ich gehe mal von aus, mit Schilden werden sie mich noch nicht so viel behaken. Ich glaube, wir bei der Brandmunition und die Schildkondensatoren, die machen halt maximale Schildleistung und regenerieren die Schilde auf das neue Maximum. Gut. Und hier kann ich auch auswählen, wen ich mitnehmen will. Liam und Cora, Biotik und Krisenspezialist. Und ich habe ja noch gar keine anderen Teammitglieder, ne? Ach, oder muss ich mich zwischen einem von beiden entscheiden? Dann nehmen wir sie mit, Biotik. Ach, ich nehme die beide mit und könnte hier austauschen gegen Vetra zum Beispiel. Könnte Vetra mitnehmen statt einem von den beiden, aber ich nehme die beiden mit, ne? Wir sind jetzt am hergekommen, dann fliegen wir auch zusammen zurück, ne? Bin soweit. Ready, Freddy. Ich hoffe, das gilt für uns alle. Carlo? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten Eos abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Es ist mein Job. Ich habe die Ausbildung, die Leute, ein Schiff. Wir schaffen das. Pathfinder? Oh Gott, schon wieder geschafft das. Wir können.
Ich muss jedes Mal an unsere Kanzlerin denken mit ihrem Wir schaffen das. Das darf die nicht mehr sagen. Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Na, was möchtest du noch alles von einem Pathfinder hören, Mausiadi, hä? Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das. Oh nein! Ich hab dir gerade verboten, das nochmal zu sagen. Setzen Sie uns bei diesem Nav-Punkt ab. Soll man da überhaupt anfangen? Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von Eos blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir werden Eos zu einem Zuhause machen. Naja gut, auf jeden Fall sieht es hier gemütlicher aus als auf Habitat 7. Und ich wollte gerade so sagen, ey, die erste Landung auf einem fremden Planeten. Aber hatten wir ja schon. Allerdings, sage ich mal, das ist hier die erste freiwillige Landung, ne? Warum leuchtet der Stein hier so blau? Weil es Fluorid ist. Ah. Man könnte ruhig verschwinden, wenn ich einsammle. Na gut, okay, bleibt halt stehen. Was haben wir hier? Noch mehr Brandmunition. Ein Datenpad. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Noch eins. Persönliches Log Chief Lito. Neuer Eintrag. Experte Kutari muss aufhören, sich ausschließlich mit den Monolithen zu beschäftigen und über ihre möglichen Erbauer zu spekulieren. Natürlich brauchen wir Denker wie ihn, aber solange dadurch keine Nahrung wächst, kein Wind verhindert und Spezialprojekt Sigma nicht abgeschlossen wird, haben wir im Moment drängendere Probleme. Sein Team untersucht die großen Strukturen und leistet dabei gute Arbeit. Aber ich habe seine Räume trotzdem prophylaktisch markiert. Fahrzeugverfolgungscode Grace Delta 9. Okay, Grace Delta 9 Verfolgungscode. Na, da hinten muss ich hin, das weiß ich, aber ich würde ganz gerne hier mal alle Gebäude angucken. Ein bisschen was haben wir hier gebaut, ne? Also, sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Okay, also müssen wir erstmal die Energie herstellen. Dann sollte ich vielleicht doch erstmal zum Missionspunkt gehen. Aber hier ist die Tür auf. Hier können wir doch reingucken. Oh, eine Pflanze. Können wir die scannen? Nee. Also hier Kreditkartenterminal. Datenpad. Terminal. Noch ein Code. So wie der, den wir schon gefunden haben. Und das Terminal kann ich ja bestimmt auch nicht aktivieren ohne Strom, oder? Abspielen, Audiolog. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Okay, da war noch eins. Botanische Analyse.
Was verbirgst du von mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahl einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe ein Signal empfangen. Definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert. Habe Vektor erfasst. Ende des Logs. Okay, die Terminals gehen also. Aber ansonsten ist hier auch nichts weiter drin. Na, ich gucke nochmal, weil es hieß, wenn ich Sachen scanne, dass ich dafür EP bekomme. Nicht EP bekomme, sondern Außenpostenzentralkontrolle. Okay, geht die Tür auf? Ja, die Tür geht auf. Ein Behälter? Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht. Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Okay, machen wir erstmal den Behälter hier auf. M-Speckmagnete. Ach, okay. Ups, ist nur zum Verkaufen. Nee, da drin. Da komme ich doch gar nicht rein, ne? Ah, da hinten ist nochmal was zum Abbauen. Halt, da ist noch was zum Abbauen. Nochmal 75 Fluorid. Also, oder geht die Tür jetzt auf, oder was? Ne, hier ist ja gar keine Tür an der Seite. Wollten das Ding seinen Eingang? Merkwürdig. Nee, zum Scannen habe ich auch nichts. Gehen wir nochmal hier rüber. Sind wir zurück an der Tempest? Was ist das hier? Halt! Oh, da hat es gerade vibriert. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Ja, danke. So, wie soll ich da jetzt reinkommen? Zum Scannen habe ich hier nichts. Kann man hier hochgehen? Nee. Ja. Weiß jetzt gerade nicht. Gucken wir nochmal in den Journal rein. Was habe ich jetzt hier gerade verpasst? Gar nichts. Die Energieversorgung von Anlage 1 herstellen, die Atmosphärenstrahlung beseitigen. Erstmal müssen wir ja die Energie herstellen. Dazu sollen wir hier rein. Auf dem Ding war ich jetzt auch schon drauf. Da ist doch kein Eingang oben drauf.
Kann ich das kaputt machen? Wäre ja auch traurig, wenn es gegangen wäre. Ja. Ich verstehe das gerade nicht. Ist ja voll doof. Habe ich hier drin irgendwas übersehen? Ah. Tür öffnen wollte ich. Ach, Mensch. Gudi, hier ist auch eine Tür. Oh ja. Ey, wie dröge in der Birne. Oh nein. Peinlich schon wieder. Wir schneiden die letzten 5 Minuten, weil Gudi zu doof ist, eine Tür aufzumachen. So, das ist die Konsole. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Ach, Mensch, weil ich immer die Tür aufmachen will schon. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von EOS erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1... Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Gehen wir mal hinten rum. Ach, da sollen wir auch hin. Da ist auch eine Konsole, ne? Also. Dann war das wohl kein Kettschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Ich bin hier, um zu helfen. Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Ja, überlassen Sie die Cat mal lieber mir. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Okay, und wo kommt die Cat her? Aus welcher Richtung? Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt! Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Da hinten, oder was? Die 81 Meter wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein Energiepylon auf jeden Fall. Ups. Oh. Aktivieren. Der Generator ist aktiv.
Sam? Unser Freund Clancy. Hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Schwänzt er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Okay, Generator 2 und dann gehe ich mal von aus, geht die Action hier ab. Schätze ich jetzt mal so. Wir haben gesichert. Na, sage ich doch, die Cat besiegen als nächstes. Wo kommen sie her? Ich glaube, hier in der Zeit ein bisschen Fluorid. 80 diesmal. Wo sind Cat? Wo sind Cat? Anlage. Ah! Schon Schild down. Nicht nur schon Schild down, ich down. Oh, Granate. Ich brauche natürlich wieder Schildenergie. Was steht er hier rum und macht? Ach so, da verwundet Cora. Wiederbeleben. Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Cat-Panzerung, Eingliederung 1. Dieser Kampfanzug entspricht hinsichtlich sein. Ah, okay. Trifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Jetzt will ich aber erstmal in mein Inventar reingucken. Panzerung? Halt da. Da. Ne, Fähigkeiten, Inventar, Codex. Achso, da so rübergehen. Panzerung, Arme haben wir jetzt neue. Das sind die, die wir getragen. Und plus 3% Kampfkräfteschaden plus 1% Waffenschaden. Ausrüsten. Geht nicht, oder wie? Wieso kann ich die nicht einfach ausrüsten? Was ist denn das hier für ein... Ha! Reiter. Meine Fähigkeiten? Mein Inventar. Ressourcen, Forschung, Panzerung. Okay, lass mich jetzt überraschen. Das war hinten rum. Halt, Behälter looten. Rebellenpanzerung.
Magnesium. Ja, ich würde das gerne alles ausrüsten, ne? Ich würde das sehr, sehr gerne alles ausrüsten. Ausnützen habe ich gerade ausnützen gesagt. Ausrüsten natürlich. So, mein Junge. Cat's and down. Clancy. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem, ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und Sie haben sie nicht mitgenommen? Sind Sie nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Bergungsgut, handeln Sie damit? Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten? Ah! Cobra-Raketenwerfer. Nett. Meine Credits, 1320. Ein Händler, okay. Ja, ich wollte erstmal gucken, was ich überhaupt generell so loote. Und deswegen machen wir jetzt einfach nur x alle Bergungsgüter verkaufen. Das waren sogar nur 20 Credits. Ja, wirklich beenden. Außenpostenergiesteuerung aktivieren. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Auf jeden Fall. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Ah, Lebensfähigkeitspunkte. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Jo, das werden wir auch machen und auch natürlich vor allem das Fahrzeug anschauen, unser neuer Marco wahrscheinlich. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Richtig, wir sind heute hier durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, verpasst ihr hier weiter nichts Neues. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.